Kinder, ich bin's wieder, eure Kirchenraupe Lilly. Ich dachte mir, ich besuche euch heute mal wieder. Ratet mal, wo ich bin. Schaut euch einmal gut um. Genau, ich bin heute in der Kirche. Hier gefällt es mir besonders gut. Und habt ihr schon gesehen, was ich dabei habe? Ein paar Blümchen. Für was ich die brauche, erzähle ich euch später. Habt ihr denn auch Muttertag und Vatertag gefeiert? Ich schon. Ich habe meiner Mami und meinem Papa ganz oft Danke gesagt, denn die helfen mir, wenn ich mir wehgetan habe. Hier habe ich mich schon mal verletzt, das tat ziemlich weh. Und sie haben mir geholfen. Und die trösten mich, wenn ich traurig bin und sind immer für mich da. Das finde ich ganz, ganz toll. Und auch Jesus hatte eine Mama, die hieß Maria, und einen Papa, der hieß Josef. Und im Mai wollen wir ganz oft an die Mama von Jesus denken, an Maria. Und deshalb habe ich ihr heute auch Blumen mitgebracht. Und die lege ich jetzt mal hin. Hier könnt ihr das Bild von Maria sehen. Und ich denke, die Maria freut sich auch, wenn ihr sie besuchen kommt. Vielleicht habt ihr Lust, auch ein paar Blumen mitzubringen oder Steine anzumalen oder etwas Gebasteltes. Darüber freut sie sich sicher sehr. Dieses Mal gibt es ganz viel zu entdecken in der Kirche. Schaut mal, hier viele duftende Blumen. Und hier sind viele Freunde von mir, die kleinen Marienkäfer. Die dürft ihr euch auch mit nach Hause nehmen. Und hier gibt's was zum Basteln für euch. Drum kommt mit eurer Mama, eurem Papa, eurer Oma oder eurem Opa vorbei, schnappt euch eine Tüte und steckt hinein, was euch gefällt. Bis bald, eure Kirchenraupe Lilly.